Du hast vor, dir eine neue Xbox zu kaufen oder bist sogar so krass, dass du dir eine zweite Konsole zulegen möchtest, dann ist das hier genau das richtige Video für dich. Denn Andy und ich stellen dir jetzt die Xbox Series X und S vor, damit du ganz easy für dich rausfinden kannst, welche Konsole für dich die richtige ist. Wir haben das Ganze in 5 Hauptkategorien unterteilt. Performance, Design, Speicherplatz, Spiele und Preis. Das hier ist die Xbox Series X, die leistungsstärkste Xbox, die ihr bekommen könnt. Aber Andy, was ist jetzt eigentlich genau der Unterschied zwischen der Xbox Series X und der Xbox Series S? So sehr unterscheiden die sich eigentlich gar nicht. Ja, weil wir über Performance sprechen, technisch ein wenig. In der Xbox Series X, der Prozessor hat ein bisschen mehr Power, die Grafik hat ein bisschen mehr Leistung. Es ist eine 1 TB NVMe SSD drin. In der Xbox Series S steckt eine 512 GB große NVMe SSD drin. Es gibt aber mittlerweile auch die Black Edition Series S mit 1 TB SSD. Also da sind sie jetzt gleich auf. Und technisch, diese ganzen Next-Gen-Feature, Raytracing, Direct Storage, Quick Resume, was ziemlich cool ist, das können sie alle. 120 Frames können sie auch alle. Und ja, es gibt dann, wenn wir über Performance sprechen, noch den Grafik Unterschied 4K Auflösung und 1440p. Und übersetzt heißt das so viel wie 4K bei einem entsprechenden Fernseher bietet mehr Detailgenauigkeit in den Games. Aber wichtig sind diese 120 Frames, die ja beide können. Das bedeutet, Spiele sehen sehr flüssig aus. Und gerade bei Spielen wie Forza Motorsport, das ist ein sehr schnelles Spiel und da sind Frames dann wiederum wichtig. Die Xbox Series X ist die größte Konsole und sie gibt es nur in Schwarz. Die Xbox Series S gab es bislang in Weiß, gibt es jetzt aber auch in Schwarz. Und die ist 60% kleiner als die Xbox Series X, eignet sich also wunderbar, um sie unterwegs einfach dabei zu haben. Oder auch ebenfalls für zu Hause, wenn ihr wirklich mehrere Konsolen besitzt, dann könnt ihr auch mit der Xbox Series S ganz viel Platz sparen. Auch ein Unterschied ist, die Xbox Series X hat ein Laufwerk für Blu-ray und eure Games. Die Xbox Series S hingegen ist eine rein digitale Konsole. Der dritte Punkt ist Speicherplatz. Die Xbox Series X hat eine 1 TB SSD. Ihr könnt damit ungefähr 16 Spiele speichern, natürlich abhängig davon, wie groß die jeweils sind. Und bei der Xbox Series S gibt es 2 Ausführungen. Bislang gab es 512 GB NVMe SSD Speicher, aber mittlerweile gibt es auch die Black Edition mit 1 TB NVMe SSD Speicher. Die Frage ist also nicht ob, sondern wann euer Speicher voll ist. Aber kein Problem, dafür gibt es natürlich auch eine Lösung und zwar ihr gönnt euch einfach eine Speichererweiterungskarte. Dazu findet ihr natürlich ein Video hier in der Expert Zone. Ihr könnt natürlich auf beiden Konsolen die gleichen Games zocken. Auf der Xbox Series X in 4K, auf der Xbox Series S in 1440p. Aber Feature wie DirectX Raytracing, also Echtzeitberechnung von Reflexionen, von Spiegelungen, also von Lichteffekten in den Spielen, können sie alle drei, genauso wie Direct Storage, 120 Frames die Sekunde, da sind sie alle gleich und Quick Resume gibt es ja auch noch. Ja, ein richtig geiles Feature, wie ich finde. Damit könnt ihr zwischen 5 Spielen hin und her springen, ohne sie neu laden zu müssen, quasi wie beim Fernsehen, wenn ihr umschaltet. Kommen wir nun zum letzten Punkt, der Preis. Die Xbox Series X gibt es für 549,99 €. Die Xbox Series S in Weiß bekommt ihr für 279,99 € und die Black für 349,99 €. Wir reden hier natürlich nur von UVP-Preisen. Zu dem Zeitpunkt, wo du dieses Video siehst, kann der Preis bei deinem Händler natürlich variieren. Also, welche Konsole sollst du nun kaufen? Das hängt natürlich ganz von deinen Bedürfnissen ab, aber auch von deinem Budget. Wenn du die bestmögliche Gaming-Erfahrung willst mit krasser Grafik, dann, ja, was soll ich sagen, empfehle ich dir natürlich die Xbox Series X. Aber wenn du eine ebenso fantastische Konsole etwas günstiger haben möchtest, dann ist es die Xbox Series S. Aber welche Konsole auch immer du haben möchtest, beachte, es gibt auch den Game Pass passend zur Xbox oder auch als Ultimate inklusive Cloud Gaming. Aber Laura, dazu haben wir natürlich auch schon ein Video gemacht. Das findet ihr hier auf unserem Kanal. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns doch ein Like da oder vielleicht sogar ein Abo. Oder gerne auch einen Kommentar, wenn ihr schon eine Xbox habt. Welche ist das dann? Wenn ihr euch für eine interessiert, wäre es dann die Xbox Series X, also Laura, dein Diamant, oder die Xbox Series S in Weiß oder in Schwarz. Lasst uns das gerne in den Kommentaren einfach wissen. Wir sind sehr gespannt. Tschüss. Tschüss. Ja, okay. Ich hänge halt da wie so ein Penner auf der Xbox. So, super. Aber ja.